weiß ich auch. Aber also, was ich gerade baue, zwei Bass und drei kleinen Stimmen beginnt, dann kann man gleich an
ein Stück damit spielen, auch wenn man es nicht gelernt hat. Und so einen lustigen Abend verbringen. Das ist unser kleines Museum. Einige Stücke haben wir nie hergegeben, andere haben wir im Laufe der Jahre zurückgezogen. Das hier ist praktisch das Bild. Damit begann es, wie soll ich sagen. Und das ist wirklich ein echtes Herzstück. Mein Urgroßvater war der Sohn eines Bauern. Das heißt, er hat am Anfang einfach nur gern gespielt. Im Winter konnte jeder musizieren. Weil so viele Brüder waren und es nur ein Instrument gab, hatten wir ein Problem. Schließlich haben sie versucht, selber Instrumente zu bauen.